Ja gut, dann gehen wir wieder rauf, weil ich glaube, Zeit lang nicht mehr für weitere 5 Level. Aber wir sind schon auf Level 55, das finde ich krass. Let's go up the stairs. Up. Es wird langsam Abend. Wie wir da an der Uhrzeit sehen. Gehen wir da rein schauen. Was könnte ich dir denn showen? Snore. Snore. Was wäre etwas, was du gesehen willst? Das? Snore. Das, Snore. Das, Snore. Snore. Ja, den halt nicht. Mal schauen. Wir haben schon 96 von 1000 Slimes. 55 von 200 Pets. 75 von 125 Cave-Insects. Das haben wir fast. Duggies? Dust Spirits? Nein, Sprites. Dust Sprites. Sie gilt to claim your rewards. Ah, okay, also bei dem können wir dann unsere Rewards bekommen. Was sind Dust Sprites? Ich weiß es nicht. Aber die haben nicht wirklich Hilfreiches für uns. Ja, gut. Gehen wir wieder geschlafen. Okay, hallo. Wir sind fleißig unterwegs in der Nacht. Wir haben eigentlich noch genug Zeit, dass wir einen Abstecher ins Haus machen können. Finde ich eigentlich noch positiv. So. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, da unten. Ist es das da hier gewesen? Nein. Ist es das da hier gewesen? Nein. Das da hier? Yep. Das da hier? Und. Wow! Wir haben genug! Holy shit! Bundle complete! Nice! Was bekommen wir? Small Magnet Ring. Slider increases your radius for collecting items. Nice! Das könnte man auch bald mal abschließen. Und das da hier auch bald mal. Und was machst du? Okay. Wir haben nochmal ein Ding bekommen. Cool. Mal schauen, was da so drauf ist. Hallo. Okay, du reagierst nicht auf mich. Was haben wir denn da? Chef's Bundle. Maple Syrup, Fiddlehead, Trüffel, Fried Egg, Monkey Roll, Poppy. Okay. Da hätten wir Weed gebraucht, okay. Father Bundle, Enchanter's Bundle. Okay. Die. Das haben wir tatsächlich. Das haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Duck Feather. Holy shit. Chop haben wir vielleicht. Frozen Geode können wir vielleicht sogar bekommen. Die anderen zwei weiß ich gar nicht, woher wir die sollten haben. Aber ich finde es cool, dass wir schon wieder etwas freigeschaltet haben. Und wenn ich mich nicht irre, können wir sogar noch mehr. Fisch, Ghostfish. Ghostfish braucht man auch, wenn ich mich nicht irre. Da. Ocean? Nein. Speciality. Ghostfish, da! Nice! Einmal Ghostfish. Denn. Frozen Tier haben wir schon abgegeben. Quarz. Quarz ist auch noch hinten gewesen. Quarz ist auch noch hinten gewesen. Da. Geologie. Erdkristall haben wir leider keine. Winter Root kann man glaube ich auch irgendwo. Refined Quartz. Ich weiß nicht für was wir den brauchen, aber. Ja, Winter Root. Das sollte doch auch so ein Bundle sein, da ganz links. Und dann wird es langsam Zeit, dass wir heimgehen. Und ich glaube, das ist dann auch sie mit der Erfolg. Ich habe nicht schon relativ lange aufgenommen. Das ist definitiv nicht. Quality, Summer, Fall, Animal, nein. Spring, nein. Fall, nein. Summer, nein. Quality, nein. Okay, vielleicht war es da unten gewesen. Aber ich meinte, ich hätte das irgendwo mal gesehen. Exotic.
Das ist nicht exotic. Wie das da hier haben wir, das da hier haben wir auch, das da hier haben wir auch. Es fehlt nur noch etwas. Oak Resin könnte man auch noch bekommen. Holy shit, holy shit. Fall. Haben wir noch nicht. Exotic, das haben wir jetzt gerade angeschaut. Construction, das werden wir nicht. Da, Winter Root. Bing. Nice. Nicer Reiser. So, und wir gehen jetzt halt gepennen. Gut, in dem Fall haben wir schon wieder ein, relativ viel eigentlich gesammelt. Ich finde das ist noch eine coole Idee, dass man halt so Sachen zusammensammeln muss und dort abliefern in so Bundles. Und dann wird mehr Zeug freigeschaltet. Ich finde das cool. Also, ich finde das cool. Doch. Und ja, alles. Ja, okay. Hoi. Kann ich noch irgendwas abgeben? Zum Beispiel so Ghostfish. Einfach mal noch ein Solar Essence. Mal schauen. Und dann. Kann ich. So eine Frozen Tier. Und der Iron Ore, dann schauen wir mal, wie viel das die jeweils kostet oder uns bringt. Weil vielleicht haben wir ja dort durchaus ein gutes Geld können. Das haben wir da eine, das haben wir da eine, da eine, da eine, das haben wir nicht da eine. Dies kommt da eine, das kommt. Und das kommt da eine, genau wie das da hier. Und das da hier kommt da eine. Nice. Ja, gut, in dem Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ja, lasst doch einen Kommentar da. Das würde mich freuen. Falls nicht, lasst doch auch einen Kommentar da. Sag mal, was ich besser machen soll. Ohne Feedback verbessert man sich meistens nicht einfach so. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stardew Valley. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. Da mal mit einem Gastkommentator, einem Tandro. Guten Tag. Er schaut mir per Skype zu. Ich weiß nicht, ob man den roten Rand drüber sieht. Ich hoffe nicht. Ich denke mal nicht, weil das Fenster aufgenommen wird vom Spiel und nicht von Skype auch noch. Aber weil ich habe aus Versehen vorhin schon einen Tag geskippt, weil ich ins Bett bin und Enter gedrückt habe, bin ich schlafen. Auf jeden Fall, sorry. Und es speichert ja jedes Mal, wenn man schläft. Das heisst, ich kann es auch nicht rückgängig machen. Auf jeden Fall, ich glaube, wir zeigen dem Jan einfach mal unsere Farm. Ja, weil ich bin jetzt auch bei Folge 19 erst. Du schaust wirklich alle meine Folgen? Ja! Und ich wusste jetzt auch nicht, was du da in deinem Zimmer hast, worauf du gerade gespielt hast. So wie so eine Art Trommel, ne? Ja, so. Das ist so ein, ich weiß jetzt, so ein Musikblock. Bum, 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 bum. Und war das dann direkt neben dem Fernseher? Das da? Das ist so ja. Ein Kristall. Warte mal. Standing Geode. Also eine Geode. Eine also, Geode? Eine Geode, ja. Ey, wir hatten einen Brief. Kann mal schauen. Dear Kuma. Ich hab dir geschrieben. To Mayor Lewis. Dear Kuma, tomorrow we're all gathering at the beach for the annual Pelican Town Lua. Luau. Was ist das Luau? Kennst du das nicht? Ist hawaiianisch. Das habe ich fast vermutet. The highlight of the event is the communal potluck. What the f... So viele Wörter, die ich nicht kenne. Make sure you bring something good to contribute. The governor himself is attending the event, so make sure you're on your best behavior. Come to the beach sometime between 9 a.m. and 2 p.m. Mayor Lewis. Okay, das ist... Morgen, ja. Gut, wir haben nochmal einen Tag. Moment, ich habe einen Tag geskippt. Vielleicht ist es schon heute. Ich schaue mal nachher, wenn das es ist. Weil es wäre ein bisschen doof, wenn wir das jetzt verpassen. Ich glaube, es ist so etwas Ähnliches wie einfach, man versammelt sich alle, wirft irgendwas zu essen in einen Topf und dann gibt es einen Topf oder so irgendwas. Ja, weil es ist ja gestanden, dass man etwas zu essen mitbringen soll. Könnte sein. Also ich kenne... Ah nein, ist doch erst morgen, Luau. Am 11. Am 11. Sommer.
Also die Monate sind da quasi Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Ja, ich habe schon gesehen, dass es keine Monate gibt, ey. Und zwar nicht in der Reihe voll. Schon traurig. Oh! 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 Acorn! So das, das Eichhörnchen hätte ein Nüssli fallen lassen. Oh! Okay. Kannst du selbst einen Baum pflanzen oder wie? Ja, die da habe ich ja selbst gepflanzt. Also ich meine, wenn du schon bei Folge 19 bist, solltest du das wissen. Ja klar. Klar! Vielleicht habe ich das geskippt, keine Ahnung. Okay, also da haben wir unsere Sommerfelder. Ich habe sie von da unten da oben verfrachtet, weil ich finde, da passt es irgendwie besser. Mhm. Und das sind, glaube ich, Melonen, die pinken. Das da hier ist, glaube ich, Mais ganz rechts. Denn in dieser Reihe da haben wir Jalapenos. Die kann man sogar ernten. Ups, und die wachsen dann einfach so nach, ne? Ja, was denn? Hot Pepper. Denn das da hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Die zwei Reihen weiß ich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas wird da schon wachsen. Aber diese Sprenkleranlage, die du da gemacht hast. Die ist voll diese. Nutzlos. Ja, ja. Ich glaube. Ich denke mir so, boah, ist die toll, habe ich mir gedacht. Ja, ne, aber ich glaube, es gibt noch eine updatete Version, wo alle 9, also alle 8 Felder rundum bewässert. Ja, dann. Ich hoffe es. Echt, da hättest du die 4 Felder jetzt auch noch per Hand machen können, ey. Ja, apropos, ich sollte vielleicht mal anfangen mit Gießen. Das ist immer der interessanteste Teil vom ganzen Let's Play. Ja, also ich bin schon immer so richtig beeindruckt, so wie du da Landwirtschaft betreibst. Ja, ich weiß, ich bin halt ein Schweizer, oder? Wir Schweizer sind alles Bauern. Du kannst das, ich merke ja. Das. Landwirtschaftssimulator 2.0. Einmal Wasser ziehen. Er sieht einfach immer aus, als würde er sich hure anstrengen beim Wasser rausziehen. Ja! Also, Ja, was heißt auch schwer? Wie viel passen da rein? 10 Liter? Die liegen schon was. Ja, es fühlt sich jedenfalls so an, als wäre das 10 Liter. Vielleicht auch 20. Du hörst das jetzt zwar nicht, weil Skype keine Musik überträgt, ja. Aber es hat wieder so scheiß Flüge überall. So. Als würde ich auf einem Misthaufen leben. Kann ich mir doch auch auf YouTube geben. Fliegengeräusche. Stardew Valley, Fliegengeräusche. Ost. Ja, bestimmt haben die da. Ey, wäre richtig toll, wenn die dafür was hätten. Komm schon, gut. So, jetzt haben wir alles gegossen. Jetzt schon mal unsere Ernte versorgen. Also sicher mal das und das. Und das und das. Und ich du kannst denke, auch deine Ernte auch verkaufen, ne? Das mache ich jetzt auch. Unsere Jalapenos verkaufen wir jetzt mal. Ja. Weil von denen werden wir noch ein paar bekommen. Die ganzen Früchte, die du jetzt da drin hast, kannst du erst zur gegebenen Zeit verkaufen, oder wie war das? Nein, die kann ich immer verkaufen, aber ich bin halt so ein kleiner Sammler und ach so, ein Messi. Und irgendwann, ich merke es dir. Irgendwann werden wir sicher eine Küche haben. Von diesem Unkraut da. Das ist kein Unkraut, lustigerweise. Sieht aber so aus. In Harvest Moon ist es Unkraut. Aber in dem Spiel nicht, das finde ich noch lustig. Das ist reines Gold wert. Reines Gold. Aber ja, werden wir das Haus noch ausbauen und dann gibt es sicher eine Küche. Und in dieser Küche brauchst du halt Zutaten. Und ich sammle halt jetzt schon ein paar Zutaten, die ich dann vielleicht in dieser Jahreszeit nicht bekomme. Einfach so vorausschauen. Mhm. Ich kann es gegessen. nicht ganz. Toll. Aber wir können dir jetzt trinken gehen, das finde ich cool. Dafür liebst du dich natürlich. Ja, was machen wir? Ich weiß es nicht. Theoretisch müsste ich noch am Bürgermeister seine Hose suchen, aber... Ich wollte nämlich gerade sagen, hast du die Hose schon gefunden? Nein! Ich hatte damals, du warst ja bei den Quellen gewesen, ne, wo du dich schön entspannt hast. Hast du die da auch schon gesucht? Ja, also ich meine, der einzige Ort, wo ich nicht gewesen bin, ist in der Frauenumkleidekabine. Und da wollte ich nämlich, dass du unbedingt reingehst, aber da darf ich nicht rein, da gehe ich nicht rein. Ja, was soll ich machen? Da kann ich nicht rein. Cheater! Eine Mod installieren mit.
ab 18 Mod. Ja, für genau. Stardew Valley. Genau, oh, mit obszönen Kommentaren von ihm. Es geht ja, und das wird die dann irgendwann auch mal installieren, sobald Stardew Valley aus der Beta, also sobald es komplett draußen ist. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile immer noch Early Access ist oder nicht. Aber es wird bald einmal, glaube ich, rauskommen. Hast du dich schon mal informiert wegen dem Multiplayer? Der kommt. Also der ist geplant, 4-Player-Multiplayer. Aber der dauert noch ein Zeitchen, weil es halt ungewollte Probleme gibt, kann man sagen. Was? Es wird schon dunkel. Was? Es ist schon 8 Uhr am Abend? Oha. Ah, logisch. Ja, im Haus. Wir sind die ganze Zeit im Haus gehängt vor der Aufnahme. Und die Zeit geht da im Haus weiter. Kein Wunder. Also, falls ihr euch wundert, das ist, weil der Tandros am Lahmarsch ist. Ja. Etwas. Ja, dann gehen wir doch wieder schlafen. Wow. That day. Ah ja, der Multiplayer. Also, er kommt. Und dann werden der Tandro und ich zusammen Stardew Valley spielen. Zusammen. Live. Live zusammen. Naja, ja, okay, ich meine, wir könnten schon live so streamen. Ja, so ein kleines Live-Let's Play dann nochmal. Ich bin ein Glühwürmchen. Ja, dass die Katze nicht abgefuckt ist, weißt du, da kommt ein Typ mit Licht, weißt du. Ich würde schon total zusammenzucken, so, oh, mach das Licht aus. Nur 200 für 5 Jalapenos. Alter, das sind nur 5 Jalapenos. Das heißt, das ist schon richtig, das ist schon richtig krass. Stell dir mal vor, in echten Leben, weißt du, du verkaufst deine 5 Jalapenos, die du auf dem Döner hast, und kriegst 200 Gold dafür. Nein, ich werde nicht geschlafen. Gut. Ja, das wäre schon krass. Also. Ja, aber weißt du, dann wären alle Türken wären verdammt reich. Also, du meinst noch reicher, als sie jetzt schon sind. Oh, da ist schon was reif. Oh, Melone! Ah, aber die sind noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ja, die sind noch nicht, die sind noch nicht grün. Wir brauchen was bitte. Habe ich da nicht schon alles weggenommen? Ich meine schon. Oder? Ja, nein, ich nicht. Spiceberry. Spicy. Spice Girls. Oh Gott, Spice Girls. Wie heißt es denn schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe mal aber eine, habe ich glaube gewusst, aber. Ich weiß nur, alle wollten damals wie die Spice Girls sein. Und ich auch. Wow. Ich habe immer wie Banarusi. Oh Gott, ich weiß nicht, ob irgendwer, der da zuschaut, die noch kennt. Ich hab keine Ahnung. Alle, die irgendwie bei Togo irgendwann mal gesungen haben, die habe ich gehasst. Ich meine, die Lieder sind schon catchy und so, aber sie sind auch stupide wie nichts. Nein, ernsthaft. Die Lieder, du denkst einfach nur so, aha, Wann kommt das nächste Orgi und die Kakerlaken? Ja! Alter, das hätte jetzt wohl lang. Meine Lieblingsserie von früher. Nein, kein Wasser mehr. Ich bin das Wasser war so noch. Stumpf und das fand ich so genial. Ja. Und ich fand es damals bei Zeichentrickserien immer blöd, wenn die einen Versuch, also beziehungsweise, ich mach mal ein Beispiel. Homer, ich glaube Bart war damals im Badezimmer eingesperrt, oder nee, Maggie war im Badezimmer eingesperrt und Homer holt dann so einen Bügel raus und versucht dann irgendwie die Tür so zu knacken und kommt dann mit dem Bügel aber nach außen und hätte Maggie fast das Auge ausgestochen. Alter, was? Ich fand das ja von der Grundidee schon mal ganz gut, weißt du? Und danach ist diese Idee schon mal finito. Die wird auch nie wieder angewendet, weißt du? Obwohl, wenn da einer mit Arno mal dran gehen würde, weißt du, dann könnte der die Tür auch aufmachen. Aber nein, diese Idee wird dann nie wieder angewendet. Das war ja bei vielen Sachen so. Wie bei Orgi und den Kakerlaken, die einfach zu vergasen. Ja, die Kakerlaken. Vergasen! Und man merkt schon, dass du ein Deutscher bist. Ja. Wenn ist das. Hätten wir jetzt die Facecam an, also ich, dann würdet ihr auch meine arische Ader sehen. Die was? Ich meinte meinen arischen Bart. Ah. Die Ader ist so oder so arisch. Alter, was? Ich kann nichts dafür. Ich bin eben rundrum deutsch. Rundherum deutsch. Alle ältere Ausländer.
An Strand, oder? Ja, hätt's Zeit. Ich weiß zwar nicht, wo welche Uhr zieht, aber. Ui! Nochmal wegen der Hose zum vom Major. Vom Major Domo? Ah, von dem. Es wär ja eigentlich recht logisch, wenn die Hose, die er in der Damentoilette ausgezogen hätte. Oh! Also. Nein, Mann! Don't go there. Don't. Just don't. Bitte, es wird wieder niemand mit mir tanzen. Ich kann gar nicht erst da. Hey, Luis. Look sharp. The governor's here for this annual visit. If you brought something for the potluck, make sure and add it to the soup cauldron. Wir haben leider nur eine Blume. Weil ich nicht dran gedacht habe. Frag ihn mal, ob er mit dir tanzen will. Das kann man, glaube ich, leider nicht. Should we move forward with the low hour? The governor seems a little hungry. Not yet. Ich will noch gerne mit anderen Leuten reden. Hello, Mr. Governor. What a lovely occasion. It's always a joy to visit Stardew Valley. Ja, sagst du noch irgendwas? I must speak to the missus about purchasing a vacation home here. Ah, sie meint sicher die Schreinerin. Aber die Schreinerin muss für mich Zeug bauen, nicht für dich. Ich meinst. Oh Gott, die. Hey, free buffet. One of the perks of living here. Enjoy, kid. Okay, das war alles gewesen. Moment, was? Oh Gott, ich habe eine Blume reingeworfen. Oh Gott. Wird bestimmt so sehr lecker schmecken. Ja, wahrscheinlich schon. If you brought something for the soup, climb the stairs on the other side and throw it in. Muss ich nicht einmal. Ich kann es auch von dieser Seite reinwerfen, aber danke für den Hinweis. Was willst du denn sagen? Der Pierre. Oh, Pierre. Nein, eigentlich der Schwule ist da einer. Ja, ich merke schon, der hat eine Zeitkarte, ne? Ja! maybe if I get on the governor's good side, he'll give my business a tax break. I wonder if he likes aged whiskey. Er sieht ja fast so aus, als könnte das mögen. Da, der Schwule. Oh, der Elliot. I walk up late, stepped out of the door and found myself in the middle of all this hubbub. What the f... That face! Oh. That's the Mr. Charming. Prince Charming is back. Not Leah. How's the farming going along? It must be a busy season for you. Das ist es so, ja. Ist die Schwester? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber ich weiß, dass sie Single ist. Soweit ich weiß. Genau mein Fall. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist sie tatsächlich meine Favoritin vor allem. Ich glaube, das war auch die, die du als erstes kennengelernt hast, ne? Von denen, die Single ist, könnte sie. Ich bin mir nicht sicher. Aber die, die... Dann müssen wir ja nochmal alle Folgen gucken. Ja, also genau. Und zwar im Let's Play. Im Let's Play, ja. So, Let's Playception. Und hier kommen wir jetzt zur Folge 1. Das wird natürlich Kuma jetzt einblenden. Ja, ups, jetzt habe ich ihn vorgelassen. Egal, er hat irgendwas vergessen. Was haben wir da hinten? The Adventure Guy. The Marlin. I'll be back here by the trees. The air is a lot cooler. Okay. Der hat schon einige Abenteuer hinter sich, wa? Ja, und sein Auge ist auch noch auf Abenteuerreise. Oder so. Governor, who cares? Du sollst vielleicht, Bibli. Why should I care about some random old guy? Weil er dir vielleicht einen Job kann geben? Also, als Gedanke. We do this festival every year, to give the governor a taste of everything the Wally has to offer. The Wally. Oh Gott. Stell dir vor, so ein Wally fährt um. Und sammelt alle Abfall auf. Wally. Mayor Lewis hopes it will get... Was? It will get the governor on a good side. That's why he's so neurotic about the way the soup tastes. Ups, und ich habe eine Blume reingeworfen. Sorry. Ja, was hast du da? A slow, continuous rotation is key to achieving the perfect roast. Okay. Whatever Linus is roasting smells awfully good. Good thing I came with sunscreen.
I wonder if Maru could use some sunscreen on her shoulders. Ooh! Ooh! Ich weiß gar nicht, ob das ihren Vater ist. Ich glaube nicht. Vor allem, hat die nicht irgendwie eine Latzhose an oder so? Ich glaube nicht, dass die so eine Creme braucht. Hast du eigentlich schon alle kennengelernt? This year. Ja, mittlerweile ja. Tatsache. Was haben wir da noch? I put the fresh vegetables from my garden into the communal pot. Super pot. Okay, ich habe das Blümchen reingeworfen. And if only the mayor would stop smoothing with him all afternoon. Die sind halt so ein liebes Bärli, lass ich doch. Mal schauen, was die da hinten. Stören wir sie mal. Ah, you stepped on my foot, dear. Ah, genau, die sind zusammen. Stimmt, die haben ja schon das Kind. Voll vergessen. Das heisst, Moment, stimmt, Maru ist doch eher deren ihres Kind. Das heisst, der andere kann nicht ihren Vater sein. Das heisst, vielleicht wird er doch mit ihr abhandeln. This is tiring, honey. Are you ready to visit the buffet soon? Ja, ihr scheint nicht fürs Tanzen gemacht zu sein. Definitiv nicht. Vor allem, ich würde gerne wissen, was aus diesen Lautsprechern rauskommt. Die Musik hat sich nicht wirklich verändert. Nee, ich hab, ich mach manchmal den Lautsprecher aus, weil ich huste. Okay. Ja, und das muss ja nicht direkt in der Aufnahme drin sein. Also, vielen Dank. Einfach so alles überdeckt. Ja. Responsive. Okay. Oh, warum tanzt die jetzt allein? Oder hat die schon die ganze Zeit allein getanzt? Die tanzt schon die ganze Zeit allein und sie reagiert auch nicht. Offenbar ist sie voll im Groove. Voll groovy. Hat sie einfach nur nicht leiden. I'm bored. Nein, das stimmt nicht. Gemein. That music is too loud. Typische Senioren. Can I have a little peace and quiet to enjoy the ocean? Ja, vielleicht sollte schon an den Strand kommen, wenn kein Fest ist. Ah, oh, the smell of the ocean takes me back many years. Long before you were born. Okay. Ja. Happy Ocean Day oder so. dahin. Ah, da. Ey! Hallo, Magus. The Wizard. The Mare People are curious about your festivities. Was? Es gibt mehr Menschen. They become upset when you litter into the ocean. Okay. Didn't know that. Ich wette, wir können irgendwann auch noch unter Wasser. It's tiring to socialize with everyone. I'd rather watch the sea. Ja, das Gefühl kenne ich. Menschen sind anstrengend. Oh, die Abigail hat da schon recht, ja. Ja, das, ja. Hi there, Kuma. Taking a breather? Ja, ist anstrengend mit Menschen. To tell you the truth, I'd rather be fishing right now. Du könntest einen Fisch in die Suppe werfen. Ich mag zwar also, keinen Fisch, aber... Wenn ich den Willi mir so ansehe, dann sieht das auf seinem Kopf aus wie ein... Ich will jetzt nicht sagen, wie scheiße, aber schon wie so ein kleiner Batzen. Mit einer Kirsche als i-Tüpfelchen so drauf, weißt Was du? Was mit einer Kirche? Ja, der hat ja so noch einen roten Fleck, das sieht ja aus wie eine Mütze. Also soll er, glaube ich, eine Mütze darstellen, was er da auf dem Kopf hat? Ja, wahrscheinlich so eine Captain's Kite Mütze-Stuff. Komm, schnell. Seemann. Hast du ihn angesprochen? Ich habe ihn schon vorhin angesprochen. Und du kannst nur einmal. Also bei den meisten. Die, die ich ein bisschen mögen, kannst du, glaube ich, zweimal. The Sebastian. One year Sam put a pound of anchovies into the potluck soup. Sebastian ist so der Emo von allen. Ja, irgendwie schon. Aber momentan sieht er nicht so emo-style. Also er sieht nicht so depressiv aus. Schau, er lächelt. Ever wondered why Sam leads the town in community service hours? Nein. Ah, Moment. Stopp, der steht. Der steht nicht auf mich. Nein. Du kannst ihn ja eigentlich heiraten. Also ich denke schon, ja. Ja, ja, heiraten kannst du ihn ja. Ist ja geschlechtsunabhängig. Ja, ich nehme es an. So sind sie schon, da. Ich find das hure gut eigentlich, dass du Männer und Frauen zur Auswahl bekommst. Und zwar wahrscheinlich, ich glaube, gleich viel. Weißt du, was ich auch cool finde? Es gibt einen Mod, wo du kannst die Porträts von allen Single-Frauen und ich glaube mittlerweile auch von den Single-Männern weniger verpixelt in Anime-Style haben. Die sehen so gut aus im Fall.